Eine Luftmaschenkette zum Ring schließen. Dies wird oft für die Mitte einer Häkelblume oder einer Mütze benötigt. Man arbeitet eine Anfangsschlinge wie beim Luftmaschenanschlag und häkelt dann 5 Luftmaschen. Diese Luftmaschenkette schließt man mit einer Kittmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Müssen Stäbchen gearbeitet werden, arbeitet man 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. In diesem Fall müssen 12 Stäbchen in den Luftmaschenring gearbeitet werden. Ich arbeite diese Stäbchen um den Anfangsfaden. Mit diesem kann ich nachher den Ring noch fester zusammenziehen. Sieben. Und nun schließe ich mit dieser Runde mit einer Kittmasche in die oberste Ersatzluftmasche des ersten Stäbchens und mit dem Anfangsfaden ziehe ich nun die Mitte noch fest.